Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Hogwarts Legacy. Mir ist gerade die Sonne aufgegangen. Hier, ihr habt es nicht gemerkt in der Zwischenzeit. Ich habe kurz ausgemacht, habe schon angemacht, weil die Sonne aufgegangen ist. So schnell kann es gehen. Ja, ja. So schnell kann es gehen. So, jetzt ist es wieder der Tag. Das ist doch schön. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden. Ach, guck, hier ist auch noch so ein College. Dann müssen wir den jetzt auch noch activaten. Da müssen wir nur herausfinden, wo die Kügelchen dazu sind. Gehen wir hier hoch, weil man kann hier so schön im Kreis hier hochgehen. Das wäre das Absicht, dass man hier im Kreis hochgehen kann. Guck mal hier rüber. Das sieht man alles sehr... sehr verdächtig nach. Geh doch mal hier lang aus. Toll. Und dann finde ich Schwachsinn. Ist hier aber nicht außer der Schwachsinn. Das ist richtig erkannt. Keine Kugelinskis. Ich hatte jetzt wirklich schon Kugelinskis gehofft für so ein Dingens. So. Den haben wir, den haben wir. Alter, wird ja wohl irgendwo noch so ein Kugelinski sein, oder? Kann ja so schnell nicht sein. Die Merlins sind eigentlich immer relativ einfach. So, da wird's schauen hier irgendwo. Da haben wir es auch schon gefunden, die Kugelinskis finden. Ah, es wäre beinahe schief gegangen. Es hätte richtig Schmerzen geben können, aber er hat es gemeistert. Akio. Meine Damen und Herren, hier sind die Kugelinskis. Das war gar nicht so knifflig, mehr. Na Gott sei Dank haben wir es geschafft, du. Hätte jetzt auch nicht länger dauern dürfen. Also da werden die Zuschauer aber auch sauer irgendwann. Yay! Oh, hier ist ein Spinnennest. Kümmern wir uns jetzt aber nicht drum. Kann ich hier als sich so ablenken lassen. Mit irgendeinem unnützen Quatsch. So geht es nicht. Na bitte. Ah. Da sind auch noch mal welche. Ja, dann nehmen wir die auch noch mit. So viel zum Thema, sich nicht vom Quatsch ablenken lassen. No, außer man kann hier so ein paar Ballons zerplatzen lassen. Dann kann man das schon mal machen. Unter mir ist auch nur noch ein Lager und eine Truhe, das nehmen wir noch auseinander. Und ja, ja, Eindringling. Eindringling, Zweidringling, Dreidringling. Lingling. Hauptsache Lingling, nicht wahr? Aber macht ihm auch keinen Stress, ich bin gleich wieder weg. Wir sammeln hier nur die Balloons ein. Und dann bin ich auch schon wieder fort. Ja, wie viel gibt's denn hier von denen? Ist ja verrückt. Also, dann auf. So. Ich werde nicht ruhen. Aber wirst du wohl, ich nehme dich einfach weiter und jetzt kommst du überhaupt nicht mal an mich ran. Du bist hier? Ja, offensichtlich. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab.
Ich hörte, wie ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Okay. Hier lang. Ach, es ging um die Anne. Ich erinnere mich. Ansatzweise erinnere ich mich. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Das ist krass. Revelio. Ja, ich nehme unterwegs so ein paar Sachen bis Church standet, oder? Wenn ich Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Okay. Was war sie hier? Ach so, ja. So eine Übungspuppe wäre auch mal was für mich. Ich rede jetzt nicht drüber. Hey Puppe, kann ich an dir ein bisschen was üben? Anne. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein. Verbitterter alter Mann. Ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Ich beherrsche alte Magie. Lass es mich probieren. Vielleicht ist sie auch einfach nur schwanger. Von einem Alien. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Anne. Was ist los? Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian an meinem ersten Tag kennen. Im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ach, der Gemeinschaftsraum. Wie vielen Erstklässlern ich dort vorgemacht habe, dass ich am Fenster Nixon sehe. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde, ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich werde dir helfen. Wir werden diesen Fluch besiegen. Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sebastian. Sebastian. Klingt für mich mal ein bisschen wie Englisch für die Bestie. Der so. Junge haut mir den letzten Nerv. Warum? Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen.
Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Doch man kann, wenn man nur will. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt? Ja, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie, wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist. Natürlich. Und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Ja, oder da hinten einfach die Truhe nehmen. Wie diese Truhe zu eigen machen. Hallo, Homura. Hallo, Truhe. Oh, welch ein schöner Dorfplatz. Ah, oh, das ist aber schick, hör mal. Oh, da, wer sind Sie denn mit dem lustig grünen Hut? Sagen Sie mal, verstecken Sie hier was? Kann nicht sein, dass Sie hier Geheimnisse haben vor mir. Ah, guck. Ich bin der MC Mac, Hausfriedsbruch, 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 MC Mac, Hausfriedsbruch. Ich komm nur mal kurz auf Besuch. Oder auch länger, wenn ich den Ausgang nicht mehr finde. MC Mac, Hausfriedsbruch, 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 MC Mac, Hausfriedsbruch. Ich komm zu Besuch. Hallo. Hallo, Mora. Hoppla. Entschuldigen Sie, Sie haben Ihr Haus verschlossen. Ich möchte mich kurz bei Ihnen beschweren. Warum verschließen Sie Ihr Haus? Wie soll ich denn sonst hier reinkommen, wenn Sie das Haus verschließen? Das ist nicht in Ordnung. Vielen Dank, dass Sie mir zur Entschädigung eine Treppe geben, die kaputt ist. Das ist genau das Ding. Weißt du, ich kann nicht mehr als 2 Schals mit mir rumtragen. Aber eine ruinierte Treppe, die passt mal easy in das Segel. Gar kein Ding. Also wenn du schon den unaufspürbaren Ausdehnungszauber nutzen kannst, dann mach das auch für deine Ausrüstung. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sorgt in der Schule, sei sowas besser. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Dein Onkel entschuldigt sich für dich, also, Ich weiß, dass er wütend ist, aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer, als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich.
Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Oh ja. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Du musst schon vorgehen, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Danke. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen aus dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Was für ein Schutt? Im Moment sehe ich ja gar nichts. Ich stehe in der Brücke und ich sehe Fässer. Ich weiß nicht, was du schon wieder erzählst. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Dann wenn ich sie einfach alle umbringe, wie wär's? So als Option, sag ich mal. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Vielleicht nicht so schlau, einfach reinzulaufen, du Depp. Das wäre eine gute Mahlzeit. Gucken im Moment zu viele hierher. Ich hänge in einem Baum. Wie dumm. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß. Bitte, Totalus. Ja. Ich habe jetzt nur einen erwischt. Aber. Das ist schon mal einer weniger. So. Ich will mal versuchen, diese Aufgaben daran, rechts als auch zu erfüllen. Auf Wagen gefallen bin. Heute wollte ich nicht mehr rausfallen. Ich passe da gar nicht rein. Ich brauche halt mal irgendwie zwei dicht nebeneinander und muss dann auch hinter die kommen. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Euch gehört nichts. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Was war? Das wird leider nicht gut ausgehen. Bingo! Letzter Fehler. Okay, dann mache ich ab jetzt einfach alles richtig. Ich will ja nichts sagen, aber der hat mir gedroht, das fand ich nicht nett. Schön, dass du mal vorbeikommst. Lumos ist genau das, was mir hilft an dieser Stelle. Bringt man euch in Hogwarts nichts über Duelle bei? Protego! Grazie! Entfernamo! Descendo! Findo! Duco! Ich werde. So. Confringo! Confringo! Du! Weiter nicht mit dem, du nicht! Ich hol dich! Ja!
Gepulsum! Lumos! Potegum! Super! Also das Kuh im Verfehlisch heute besiegt. Nicht ganz. Latium! Endo! Eskeniam! Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Aber hat es keinen Bock. Alles gut, ich komm klar. Ich mach das häufiger. So, erzähl mir eine Geschichte. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Veto. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Okay. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Mysteriös, mysteriös. Ich würde sagen, Sebastian, da müssen wir uns in der nächsten Folge mal dringend drum kümmern, nicht wahr? Aber heute wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag. Ja, muss auch mal abwinken. Muss auch mal ganz locker aus dem Handgelenk. Muss auch mal abwinken. Bis morgen.